Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem YouTube-Kanal. Mein Name ist Wladimir Simonow und heute sprechen wir über das ganze Thema Mitarbeiter im Strukturvertrieb. Das ist eines meiner Lieblingsthemen. Und zwar zur Erinnerung, warum sind Mitarbeiter im Strukturvertrieb überhaupt entstanden? Naja, früher gab es keine Medien, über die man einfach easy Neukunden gewinnen konnte, wie zum Beispiel Social Media, Internet, wie es heute gibt. Und deswegen waren die Urstruckis immer auf Empfehlungen angewiesen. Dann irgendwann mal haben die Urstruckis festgestellt, Empfehlungsmarketing hat auch seine Grenzen. Die Leute haben keine sehr hohe intrinsische Motivation, dich weiterhin zu empfehlen. Und deswegen haben sie das erweiterte Empfehlungsmarketing eingeführt. Das bedeutet, die haben angefangen, einfach Menschen Geld zu bezahlen und ihnen eine Art Karriere zu bieten, damit sie Empfehlungen aussprechen und halt weitere Leute in den Strukturvertrieb reinziehen. Ja? So, und jetzt sind immer noch viele Menschen der Meinung, mit Strukturvertrieb reich werden zu können. Und grundsätzlich, das ist legitim, das geht. Ja? Aber das Hauptproblem ist nämlich folgendes: die Leute, die dann im Strukturvertrieb anfangen, müssen ja erstmal irgendwie auch Kunden gewinnen. Und wenn sie diese Kunden gewinnen, dann sind die irgendwann mal bei ihrem sozialen Netzwerk irgendwann mal am Ende angelangt. Irgendwann mal hast du die Tante, den Onkel, die Schwester, den Bruder hast du irgendwann mal mit in das System reingebracht. Du hast die durchberaten, beziehungsweise deine Führungskraft hat die quasi dann durchberaten. Ja? Und dann irgendwann mal stockt das ganze Thema Empfehlungsmarketing wieder. Und neue Leute kommen nicht in deinen Empfehlungskreislauf, du hast kein Potenzial mehr aus deinem Bekanntenkreis und dann verhungern 99 von 100 Schluckis wieder. Ja? Also, das bedeutet, der Oberschlucki, der Urschlucki, der Urvampir muss halt wieder neue Mitarbeiter aufbauen. Ja? Das heißt, das geht wieder von vorne los. Du musst von vorne wieder neue Leute einlernen, du musst von vorne wieder die ganzen Mindset-Schulungen machen, du musst von vorne wieder mit zu deinem Bruder, Schwester und so weiter fahren. Und du musst halt immer wieder diese gleichen Beratungen durchführen, weil du halt immer wieder neue Mitarbeiter anlernst und die Mitarbeiter, die schon eigentlich die Sachkunde haben, die scheiden halt immer wieder aus, auch wegen Erfolglosigkeit. Jetzt gibt es dafür im Endeffekt eine ganz einfache Lösung, und zwar dort automatisierst du die Neukundengewinnung. Wenn du Neukundengewinnung automatisierst, über zum Beispiel Medien wie Internet und Social Media, dann kannst du nicht nur einen dauerhaften Lead-Flow machen für Neukunden, sondern kannst auch einen dauerhaften Lead-Flow machen für Partner, für neue Mitarbeiter. Warum? Neue Kunden bedeuten auch immer Umsatz und neue Kunden bedeuten auch immer Potenzial für neue Partner. Wenn deine Untervermittler keine neuen Kunden haben, dann haben sie keinen Umsatz, du hast keinen Umsatz und die müssen früher oder später aus dem Strukturvertrieb ausscheiden. Wenn aber durch ein System, wie ich das zum Beispiel beibringe, wie ich das zum Beispiel teache, deine Partner imstande sind, immer wieder neue Kunden zu gewinnen, du imstande bist, immer wieder neue Kunden zu gewinnen, da kannst du auch deinen Partnern immer wieder neue Kunden zuschustern oder ihnen das System zeigen, wie sie immer wieder neue Kunden gewinnen. Und daraus entstehen wieder neue Partner. Weil schau mal, warum wechseln so selten Leute mit gutem Einkommen, mit gutem sozialen Netzwerk, mit im Endeffekt guter Ausbildung in den Strukturvertrieb? Naja, das ist halt die Unsicherheit. Die meisten Strukturvertriebe bezahlen keine Fixum, keinen Festgehalt. Du bist halt da meistens einfach als Hansverräter, als Selbstständiger dran. Und du hast ja keine Sicherheit. Und die Leute, die gerade aus der Anstellung wechseln, die schon einen gewissen Mindeststand und haben ein Leben, die schon ein gewisses Einkommen haben, die verzichten ungern darauf. Ja? Das heißt, wenn du jetzt eine Wohnung hast, wenn du Miete zahlen musst, wenn du schon einen Partner hast, Kinder hast gegebenenfalls, dann kannst du es einfach nicht leisten, jeden Monat 0 Euro zu haben, was ja am Anfang einer Selbstständigkeit passieren kann. So, und deswegen, wenn du ein schlauer Strucki bist, wenn du eine schlaue Führungskraft bist, dann solltest du selbst für dich lernen, wie man Neukunden gewinnt. Damit kannst du schon die ersten 10.000 bis 20.000 Euro selber machen.
Und dann bringst du diese Fähigkeit entweder deinen Untervermittlern bei oder du gewinnst einfach so viele Kunden auf eigene Faust, dass du diese Kunden an deine Untervermittler verteilen kannst. Und dann kannst du sehr, sehr einfach zum Beispiel zu Bankern hingehen, zu angestellten Versicherungsvermittlern hingehen, zu Leuten in anderen Strukturvertrieben hingehen, zu selbstständigen Versicherungsvermittlern hingehen, einfach zu ganz normalen Angestellten hingehen und sagen, hör mal, ich garantiere dir, dass du von mir jeden Tag eine Kundenanfrage bekommst. Oder wir machen das so, wie ein paar meiner Coaching-Teilnehmer das machen, dass sie sagen, du gewinnst einen Kunden auf irgendwelchen Wegen, Social Media, Direktkontakt, whatever. Vielleicht sogar an der Tanke rumstehen und Leute anlabern. So. Und ich gebe dir einen zweiten Kundenkontakt dazu aus meinen Social Media Aktivitäten oder aus meiner Akquise im Endeffekt. Ne? So. Das ist das 1+1 Modell. Egal wie du es richtig verwendest, aber neue Kunden sind im Endeffekt der Schlüssel dazu zur Partnergewinnung, weil damit hast du auch die Sicherheit als neuer Partner, dass du auch Geld verdienst und nicht von Anfang an einfach in der Selbstständigkeit abkackst, weil du einfach nicht genug Potenzial hast oder im Endeffekt ja, die Kunden einfach nicht abschließen, die Kunden vielleicht schlechter Couleur sind, nicht finanzkräftig, nicht finanzstark, nichts sparen wollen, keine Lockerversicherung haben und so weiter und so fort. Das heißt, man schließt im Endeffekt diesen Faktor Mensch, kann man zum großen Teil ausschließen, indem man lernt einfach, wie man Premium-Kunden über Social Media gewinnt. Ja? So. Wenn du wissen möchtest, wie das funktioniert, wenn du wissen möchtest, wie es auch für dich klappt, neue Kunden zu gewinnen, neue Partner zu gewinnen. Übrigens, genauso wie du neue Kunden stapelweise gewinnen kannst, kannst du auch neue Bewerber, neue Partner stapelweise gewinnen. Du musst halt dafür halt bessere Systeme, Prozesse und Systeme haben. So, dann geh auf meine Seite auf www.wladimirsimonow.de/termin und vereinbare dein kostenloses Erstgespräch, deinen kostenlosen Beratungstermin. In dem klären wir mit dir ganz genau, wo du stehst, ganz individuell, wo du möchtest, was für dich die individuell beste Strategie ist, um dahin zu kommen. Und du bist nicht der Erste, egal ob du Strucki bist oder Banker oder Versicherungsmakler oder baufinanzieller Spezialist. Wir können jedem im Finanzbereich helfen, solange er natürlich auch dann ja, dementsprechend die Zulassungen hat und seriös und ehrlich arbeiten möchte. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Dein Wladimir Simonow.